Die Lüge von der notwendigen Trennung. Müttern werden in der patriarchalischen Kultur zahlreiche Lügen über notwendige Trennungen aufgetischt. Trennlinien zwischen Rassen und Klassen sind nicht die einzigen Grenzen, von denen die Gesellschaft abhängig ist. Wir müssen uns von unseren Müttern trennen, so will es die Schulweisheit, damit wir starke, unabhängige Individuen werden. Experten erzählen den Müttern, dass sich jedes Kind lösen müsse, um seine Autonomie zu erlangen. Das ist eine Lüge. Sie bringt die Gefühle einer Mutter in Konflikt mit den gesellschaftlichen Normen, die bestimmen, was für das Wachsen und Gedeihen von Kindern notwendig ist. Außerdem führt die Trennungslüge Mütter zu einem ungewollten Verrat an den Töchtern. Wissenschaftler, vor allem Ärzte und Psychologen, die Priester des Patriarchats, haben ihre weibliche Anhängerschaft umworben, wie es Barbara Ehrenreich und Dargie English in For Her Own Good 150 Years of the Expert's Advice to Women beschreiben, indem sie einen richtigen und wissenschaftlich fundierten Lebensstil versprachen. Und die Frauen reagierten, vor allem in den höheren und mittleren, nicht ganz so sehr in den ärmeren Schichten, mit Abhängigkeit und Vertrauen. Mütter in den Vorortsiedlungen entfernen sich immer mehr von den generationenübergreifenden Frauennetzwerken und damit von Möglichkeiten, sich für ihre Mutterrolle Hilfe zu holen. In der isolierten Welt, schreiben Ehrenreich und English, nimmt der Experte einen immer größeren Raum ein und wirkt autoritativer als je zuvor, sodass ein neues Dreieck entsteht: die Mutter, das Kind und der Experte. Welche besorgte Mutter würde es wagen, die freundlichen Ratschläge wohlmeinender Experten über die Aufzucht gesunder, glücklicher Kinder in den Wind zu schlagen? Doch in den vergangenen 100 Jahren haben die Experten ihre Ratschläge auf Theorien der Entwicklungspsychologie gestützt, die von männlichen Erfahrungen ausgehen. Trennung wurde zu einer psychischen Notwendigkeit, da Jungen lernen mussten, Geschlechtsunterschiede zu verstehen. In der frühen Kindheit entwickeln Jungen das Bewusstsein, dass sie männlich und vom Weiblichen verschieden sind. Wenn sie lernen, wie sich Jungen und Männer verhalten sollen, erleben sie sich als kleine Männer, die anders sind als Mädchen und ihre Mama. In diesem frühen Lebensalter verstehen sie nicht, dass sie auf keinen Fall ein Mädchen oder eine Mutter werden. Deshalb lösen sie sich von allem, was Mutter für sie bedeutet hat. Sie lösen sich von der Wärme und Intimität des Säuglingsalters. Diese radikale emotionale Trennung von der Mutter galt lange als die wesentliche Aufgabe in der kindlichen Entwicklung. Richtiger wäre es, sie als ein Problem zu betrachten, vor das die Kultur männliche Kinder stellt. Theorien über die kindliche Entwicklung, wie sie von Sigmund Freud, Erik Erikson und Margaret Mahler, halten die Abgrenzung und gefühlsmäßige Distanzierung von der Mutter für einen notwendigen Schritt, der Jungen auf die eigenen Füße stellen soll. Diese erzwungene Trennung produziert harte Kerle, die weit von Einflussbereich der Frau entfernt Ruhm und Ehre suchen. Für Jungen ist es ein zweifelhaftes Ziel, für Mädchen ein Verrat. Die Trennungslügen sind inzwischen tief verwurzelte kulturelle Anschauungen über das Leben an sich. Emotionale Trennung wird mit Autonomie verwechselt, mit der Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen, selbstbestimmt zu leben. Trennung und Autonomie sind nicht dasselbe. Ein Mensch muss sich nicht gefühlsmäßig von anderen trennen, um autonom zu sein. Unter dem Diktat der Experten werden Mütter gedrängt, eine Trennung und Ablösung von ihren Töchtern zu vollziehen, die die Töchter nicht wollen. Die frühe Kindheit und die Pubertät gelten als zwei Lebensphasen, in denen eine Trennung für die Unabhängigkeit und Autonomie von Kindern unabdingbar ist. Um eine richtige Mutter zu sein, entfernen sich Frauen von ihren Töchtern und beginnen, sie so zu sehen, wie es die Gesellschaft will. Das stärkt den Mädchen nicht den Rücken, im Gegenteil, dieser Vertrauensbruch schwächt sie und macht sie haltlos. Erst in unserer Zeit hat die Forschung auf dem Gebiet der Psychologie Mädchen und Frauen in theoriebildende Untersuchungen mit einbezogen, was dazu führte, dass die gesamte Idee der notwendigen Trennungen als grundlegendes Entwicklungsmodell in Frage gestellt wurde. Frauen waren es, die den Unterschied zwischen emotionaler Trennung und Autonomie aufgedeckt haben. Bevor Frauen in den Studien zur menschlichen Entwicklung eine Rolle spielten, wurde das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Nähe von der einseitigen Betonung individueller Leistungen verschleiert. Viele Psychologen, unter ihnen Frauen, die sich in ihrem Ausbildungsgang die männlichen Konzepte für psychische Gesundheit und Entwicklung zu eigen gemacht hatten, waren überrascht, wie vehement Mädchen und Frauen ihre Meinung vertraten, dass Nähe und Beziehungen für sie eine zentrale Rolle spielten. Als die Stimmen der Frauen ernst genommen und nicht mehr so zurechtgebogen wurden, dass sie in überlieferte Theorien passten, bemerkten die Theoretikerinnen, vor allem Feministinnen, dass die Frauen selbst das beziehungsorientierte Zentrum ihres Lebens als Stärke und nicht als gescheiterte Trennung verstanden. Diese Stärke wird, wie Jean Baker Miller es nennt, zur Grundlage für eine neue Psychologie der Frau.
In unserer Gesellschaft erleben Männer und Frauen durch ihre frühkindliche Prägung Trennung und Nähe auf unterschiedliche Weise. Das Ich-Bewusstsein ist bestenfalls ein Gleichgewicht mit fließenden Übergängen zwischen der Erfahrung unserer körperlichen Getrenntheit und unserer Existenz als voneinander abhängiger Menschen. Für Säuglinge und Kleinkinder ist die Androhung von Trennung und der Entzug der Fürsorge gleichbedeutend mit Isolation, Einsamkeit, Ausgestoßensein, Verlassensein und sogar Tod. Männer jedoch werden im Allgemeinen nicht dazu ermutigt, diese Assoziation nachzuspüren. Privilegiert und blind durch die dominante Stellung im Patriarchat glauben sie, was man ihnen einredet. Sie seien individuelle, unabhängig handelnde Menschen, die einseitige Entscheidungen über sich und ihre Beziehung zu anderen Menschen treffen. Der Preis für diese Scheinfreiheit ist die emotionale Isolation. Frauen werden so erzogen, dass sie die Gefühle und Bedürfnisse anderer eher wahrnehmen als ihre eigenen, da sie als Dienstboten des Patriarchats zu hören bekommen, sie müssten sich opfern, um das Überleben aller zu sichern. Weder die Verhaltensnormen für Frauen noch die für Männer sorgen für Ausgeglichenheit. In beiden Fällen müssen Teile des Selbst geopfert werden. Wenn die Trennungslügen entlarvt werden, betrifft das auch den Kern der Mutter-Tochter-Beziehung, besonders in der Pubertät. Die Psychologin Terry Apter, die 65 Mutter-Tochter-Paare in England und den Vereinigten Staaten befragte, begann ihre Arbeit mit der falschen und vereinfachenden Annahme, dass die Aufgabe der Pubertät die Trennung von den Eltern ist, und hatte sich das Ziel gesetzt, zu verstehen, wie es der Tochter gelingt oder misslingt, sich von der Person, die ihr am nächsten steht, zu lösen. Als sie hörte, wie die Mädchen ihre Beziehung zu ihren Müttern beschrieben, begriff sie, dass sie die Frage falsch gestellt hatte. Es konnte nicht darum gehen, wie die Töchter unabhängig und autonom wurden, sondern darum, wie sie die Nähe zu ihren Müttern beibehielten. Im Kontext der anderen Informationen, die ich von heranwachsenden Töchtern erhielt, erklärt Apter, bemerkte ich, dass die überkommene Ansicht, nach der die Ablehnung der mütterlichen Ratschläge, Wahrnehmungen und Einmischungsversuche als Streben nach Loslösung gesehen wird, falsch und theorielastig war. Apter sah sich zu der Schlussfolgerung gezwungen, dass dem Konflikt zwischen heranwachsenden Töchtern und ihren Müttern eine Neudefinition ihrer Beziehung zugrunde lag, die sich der Entwicklung der Tochter anpassen musste und nicht etwa in dem Versuch münden sollte, die Verbindung zu unterbrechen oder eine emotionale Distanz zu schaffen. Ich bezweifle allerdings, schreibt Terry Apter, dass es mir im Gespräch mit Müttern allein gelungen wäre, deren Voreingenommenheit zu durchbrechen. Auch die Mütter waren Überlebende des Zusammenpralls mit der Wand in der frühen Pubertät und neigten dazu, die Konflikte mit ihren Töchtern als Ablösung zu interpretieren. Die Ansicht, erläutert sie, dass Jugendliche sich ablösen wollen, autonom werden, mit der Kindheit brechen und sich von kindlichen Lieben und Idealen losreißen wollen, ist bei Eltern und Fachleuten fest verwurzelt. Das ist der springende Punkt. Wenn Mütter diese Version der Entwicklung akzeptieren, setzen sie unterschwellig Grenzen, die ihre Töchter nicht wollen. Unsere Gesellschaft erteilt den Müttern den Auftrag, die Trennungen zu erzwingen, die sie zum Weiterbestehen braucht. Wenn wir das tun, verlieren oder verwunden wir Mütter am Ende die Liebe und Nähe zu unseren Töchtern, die uns so viel bedeutet haben. Die Probleme, die auf heranwachsende Mädchen zukommen, sind drückend und traumatisch, aber das Dilemma der Mütter ist vielleicht noch schmerzlicher. Für sie, die beim Zusammentreffen mit dem Patriarchat ihre fatalen Kompromisse geschlossen und ihre Selbstamputation vorgenommen haben, ist es nicht nur quälend, die Anstrengungen ihrer Töchter zu beobachten, sie erleben auch ein zweites Mal ihre eigene Not, Angst und Hilflosigkeit. Die Aufforderung der Experten zur Trennung klingt in dieser verfahrenen Situation verlockend, denn sie scheint einen Ausweg aus dem Dilemma zu zeigen und bereitet die Töchter auf ihre Rolle als Helferin des Mannes vor. Die Art von Loslösung, die Experten den Müttern anraten, gibt Mädchen jedoch das Gefühl, dass sie der Beziehung zu Frauen nie recht trauen können. Männer erscheinen dann als logische Alternative. Die Familientherapeutin Therma Jean Goodrich schreibt, je besser die Mütter die Erwartungen erfüllen und ihre Aufgaben wahrnehmen, desto besser werden sich ihre Töchter in das Patriarchat einfügen. Und das ist besonders traurig. Das ist der Augenblick der Wahrheit. Oder das Dilemma. Je besser sie als Mutter sind, je erfolgreicher, desto schlimmer für ihre Tochter. Doch eine Tochter dazu zu ermutigen, dass sie sich nicht loslöst und anpasst, bedeutet genau das. Sie passt nicht dazu. Und das ist äußerst bitter. Darüber hinaus werden Mütter als wichtigste und nächste Frauen im Leben ihrer Töchter für das Elend der Töchter auch noch verantwortlich gemacht.